Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst, bin ich ja immer noch auf der Suche nach Mewtwo V-Star und von daher öffnen wir heute eine Lavados-Tin, eine Arctos-Tin und eine Zapdos-Tin. Und wie immer, ich mache die Boxen auf und dann sehen wir uns gleich. 6,5 Stunden später. So, die Boxen sind offen, dann gehen wir mal rein. Hier die drei Codekarten. Viel Spaß damit. Oh. Dann unsere drei Promos. Einmal Arctos. Wunderschönes Artwork. Genauso auch Zapdos. Finde ich richtig, richtig schön. Und das Lavados. Ich würde sagen, wir fangen mit Lavados an. Lavados war, oder beziehungsweise die Lavados Tin hatte mir meine Frau zu Ostern geschenkt. Also wir öffnen jetzt quasi mein Ostergeschenk. Und ich bin richtig gespannt, was wir hier drinnen ziehen. Wie ihr wisst, ich suche ja immer noch das Mewtwo V-Star aus dem Set. Und bin gespannt, ob wir das heute ziehen. Ich sag Elektro. Stahl. Hyperball. Schmetterhammer. Luxio, Wuffels, Felilo, Libiskus, Plaudergei, Yanma, Starer Lili und oh, Secret Rare Pikachu. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Die nehmen wir mit. Aha. Richtig, richtig schön. Ja, da die Tin hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, würde ich sagen. Ja, mir fehlen noch sehr viele Hits. Ich hoffe, dass wir halt auch noch irgendeinen Hit ziehen heute, den ich noch nicht habe. Viel Spaß damit. Zum Beispiel fehlt mir noch das Ur-Dialgan Gold. Die letzte Goldkarte, die mir noch fehlt. Dann von der Galar Gallery fehlt mir halt noch das schöne das Voltoball, was da so hinten zwischen einem Baum und auf der Wiese liegt, was so richtig schön ist. Dann das Mew, das möchte ich auch unbedingt ziehen. Ich hoffe, dass ich das auch noch kriege, weil mir fehlt noch meine zwei Lieblings-Pokémon. Das Mew und das Mewtwo V-Star. Krebskorps, Mirapla, Jurob, Zirpurze, Stolunior, Freunde aus Sinnoh und ein Zarude Holo. Ja, auch einer meiner, so sag ich mal, Chase-Karten aus Zenit der Könige ist ja auch das Zeraora V-Star. Das hätte ich auch sehr gerne, weil es hat ein richtig schönes Artwork. Gönnt euch. Ja, und dann fehlen mir halt noch rund, sage ich mal, 40 Reverse-Karten aus dem Set. Also, die sind auch sehr, sehr selten. Girafarig. Britzigel, Rettungsbox, Starer Lili, ein Tausch, Owei, Libiskus, Emolga, oh, Akromas Experiment. Richtig, richtig schön. Die habe ich leider auch schon. Und haben wir noch was dahinter? Ein Relaxo. Aber wieder eine Tauschkarte. Vielleicht komme ich ja dann so mit dem Mewtwo V-Star im Tausche näher. Last Pack Magic für die Lavados Tin. Wird hier noch was drin sein? Ich sag nochmal Feuer. Haben wir da was drin? Auf geht's. Rettungsbox. Zaplalek. Buddelbrüder. Gladiantri. Zirpurze. Plaudergei. Pantimos, Sonnkern, ein Chelast von der Galar-Galerie. Richtig, richtig schön. Und Doppelhit, 3, 2, 1, Kyogre Holo. Richtig, richtig stark. Also ich würde sagen, die Lavados-Tin, die hat gegönnt.
Wir hatten hier, wir haben ja halt die Promokarte drin, das Pikachu, das Shellast, Akumas Experiment, Kyogre und Zarude. Also richtig, richtig stark. Gehen wir weiter in die Zapdos-Tin, würde ich sagen. Lege ich schon mal rüber. Das Pack Magic in der Zapdos-Tin, wenn wir da was drin haben. Hierzu kann ich auch eine schöne Geschichte erzählen, wie ich an die Tins rangekommen bin, beziehungsweise warum ich mir die gekauft habe. Da war ich rate erstmal Wasser, Feuer. Da war ich in so einem Spielzeugladen und wollte ein Paket wegbringen. Übrigens das Paket zu meinem ersten Giveaway, was ich gemacht habe. Und da war halt so eine riesenlange Schlange in dem Geschäft, beziehungsweise bei der Post gewesen. Und ja, es war so ein Spielzeugladen, da drinnen war die Post. Und ich habe mich halt in der Zeit, halt, wo ich gewartet habe, halt umgeguckt und habe die Tins gesehen. Dachte mir, oh cool, hier in dem Spielzeugladen gibt es ja Zenit der Könige Tins. Ja, jedenfalls habe ich dann so eine Viertelstunde oder so gebraucht, bis ich dann mein Paket abgeben konnte. Und die ganze Zeit saß hier auf meiner Schulter ein Teufel und der hat immer gesagt: Kauf es, kauf es, kauf es. Und ein Glaziola V. Ja, jedenfalls konnte ich dann leider nicht Nein sagen und habe mir dann die Tin gekauft. Beziehungsweise ich habe mir die Zapdos und die Arktos-Tin gekauft. Ja, und jetzt machen wir sie zusammen auf. Und weiter geht's. Viel Spaß damit. Ich sag Stahl, Psycho, Stolrak, Freunde aus Sinnoh, Duflor, Pupponks, Mauzi, Energiezugewinn, Shinox, Ignivor, Volcanion auf dem Wurstlord und ein Luxtra. Ab in den dritten Booster der Tin. Na, Zapdos? Du bist nicht so wie Lavados, ne? Viel Spaß damit. Ich sag nochmal Psycho. Feuer. Nirgendwo-Sauger. Luxio. Metang. Algit. Volli. Iguana. Pampam. Tausch. Manaphy von der Galagalerie. Auch ein wunderschöner Hit. Dem Staraledi hier oben und den ganzen Pokémon im Wasser. Einfach eine richtig schöne Karte. Und haben wir noch was dahinter? Ein Hopp in Holo. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ich glaube, den Hopp in Holo habe ich noch nicht. Weil Holos sind ja auch hier sehr selten und da fehlen mir auch noch einige. Drei Hits, drei Booster. Fehlt bloß noch ein schöner Banger-Hit. Mal sehen, ob wir davon heute einen ziehen. Viel Spaß damit. Aber ich will mich nicht beschweren. Drei Hits, drei Booster. Nehmen wir mit. Zwirklopp, Metang, Energieumschalter, Schnepke, ein Wuffels, ein Tangela, ein Pupponks, Mauzi, Iguana und Trommelwirbel. Haben wir noch was drin? Drei, zwei, eins. Ein New V. Das ist jetzt mittlerweile schon das sechste. Und das Centering ist hier total. So, also Zapdos. Wir haben natürlich die Promo bei Zapdos gezogen. Das Mew, Hopphollo, Manaphy und ein Glaziola V. Eigentlich auch eine solide Ausbeute, würde ich sagen. Gehen wir rein in die letzte Tin mit Arktos. Das wohl schönste Artwork von den Promokarten, finde ich. Wie es so majestätisch da im Wald und im Schnee so aufsteigt, die Flügel hebt. Oh, richtig schön. Viel Spaß damit. Vier. Ich sag Feuer. Stahl.
So, Zapdos, Arktos. Mal sehen, was wir heute bei dir noch ziehen. Ein Amphira. Oder wird so wie die letzte Zeichen-Kollektion. Die war ja auch nicht so besonders. Zwirklopp, Metang, Mauzi, Walmer, Shinux, Krebskorps, Gladiantri, Koronospa und ein Pandagro. First Pack Magic hat schon mal nicht gegönnt. Gehen wir rein in den zweiten Booster. Viel Spaß damit. Ich sag Feuer, Wasser, Rockaiman, Luxio, Freunde aus Hisui, ein Trank, Pantimos, Sonnenkern, Smogon, Mirabla, Diancy, oh, richtig stark, die fehlt mir noch, ja, richtig, richtig schön, also darüber freue ich mich jetzt richtig. Ah, und haben wir noch was dahinter? Doppelhit, Trommelwirbel, 3, 2, 1 und... Oh! Nochmal die Secret Rare Pikachu. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Wie oft wollen wir die ziehen? Wie oft wollen wir die ziehen, ey? Richtig, richtig stark. Aber nehmen wir mit. Okay, Arktos, du hast schon mal richtig gegönnt. Ab in den vorletzten Booster. Eine Karte, die ich noch nicht habe. Perfekt, da freue ich mich richtig drüber. Viel Spaß damit. Mein Bein erfüllt sich und ich muss mir nicht so viele Karten nachkaufen. Ich sag Psycho, Stahl, ha. Girafarig, Britzigel, Superball, Krebskorps. Zweimal Krebskorps hintereinander. Okay, Mirapla. Europe. Zipurze. Ein Riffex. Richtig, richtig stark. Ein Riffex. Und haben wir noch was dahinter? Ein Zwolok. Oh, richtig schön. Drei richtig starke Hits. Das freut mich. Und ab in den letzten Booster. Werden wir jetzt nochmal das Mewtwo ziehen? Es ist mir nicht vergönnt, das Mewtwo einfach mal zu ziehen, oder? Ich sag Wasser. Wasser. Ist das ein Zeichen? Luxio. Rettungsbox, Zablalek, Sichlor, Emolga, Mangunio, Kikugi, Owei, Hyperball und ein Wolverock. Ja, aber ich würde sagen, Arktos hat auch sehr gut gegönnt. Das Arktos jetzt Pomo-Karte, das Riffex. Das Pikachu und ein Diancie. Also richtig, richtig stark. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen in nördliche Richtung da. Lasst ein Abo da, dann könnt ihr meinen Kanal hier weiter supporten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und damit bin ich raus. Ciao.